So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, wo wir tatsächlich einmal Zelda spielen. Zelda hat eine Fähigkeit bekommen, mit der sie Gegenstände erschaffen kann. Alle, die sie sich gemerkt hat, kann sie erschaffen. Aktuell haben wir diese drei. Und wir können auch genau drei Stück gleichzeitig erschaffen. Oh, kann ich eigentlich? Also aus denen kommen ja Rubine manchmal raus, ne? Aber wahrscheinlich nicht aus denen, die ich erschaffe. Nee, okay. Sehr interessant. Ja, und wir sind gefangen. Ach, ich meine, guckt euch einfach selber den Part an. Ich fasse jetzt nicht die ganze Story zusammen. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr Part 2 schaut, ihr auch Part 1 gesehen habt. Euer Hoheit! Es ist schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch ansehen, ihr seid doch unverletzt. Ich weiß wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist, euch zu verdächtigen. Warum solltet ihr denn für die Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Was, der jetzige König ist ein Doppelgänger? Ebenso wie der General und die Ministerin? Und jemand namens Twi hat euch geholfen und euch einen Twi-Stab geschenkt? Ich habe euch übrigens im letzten Part gefragt. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, was ihr geschrieben habt, falls ihr was geschrieben habt. Ich nenne das Ding Twi, wegen Triforce. Zelda hat die Kräfte des Stabs sogar schon nahezu perfekt gemeistert. Aber sagt mir, Euer Hoheit, wo befindet sich dieser Twi denn jetzt im Moment? Ich sehe hier niemanden bei euch. Forever alone. Anscheinend kannst nur du mich sehen, Zelda. Also so, was es nicht alles für wunderliche Dinge auf dieser Welt gibt. An einer Sache ist und bleibt jedenfalls nichts zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Es entspricht leider der Wahrheit, dass der König eure Hinrichtung erwägt. Ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. Ich frage mich aber nach wie vor, ich will da meine Gedanken teilen. Impa ist hier schon verdammt alt. Also ist in dieser Timeline, bis Impa alt geworden ist, nichts Zelda, Link, Technisches passiert. Oder war Impa schon immer älter? Und sie war nur in Dings nicht so alt? Ich weiß es nicht mehr. Egal. In dieser Kleidung fällt ihr jedem sofort auf, also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Oha, was ragt denn da aus eurem Beutel? Ach so, ist das also die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, der euch gerettet hat. Sie hat genau die richtige Größe, damit könnt ihr auch noch euer Antlitz verbergen. Dann zieht schnell beides an, bevor noch jemand hier aufkreuzt. Okay. Du hast die Inkognito-Kleidung erhalten. Inkognito natürlich, Entschuldigung. Sie dient als Verkleidung und bietet größte Bewegungsfreiheit. Riecht nach Mottenkugeln. Drücke R, um eine schnelle Drehung auszuführen. Okay. Ja, darin solltet ihr euch etwas freier bewegen können. Die Prinzessin ist ausgebrochen, sucht sie. Oje, man ist euch auf den Fersen. Überlasst das mir. Es sind wirklich die dümmsten Soldaten der Welt. Wirklich. Werte Impa, wer ist das dort hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergebt sie bitte sofort in unsere Obhut. Damit sie hingerichtet werden kann. Seid ihr komplett bescheuert? Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Hä, wozu habe ich mich verkleidet, wenn sie jetzt sagt, ich bin es? Hätte sie nicht sagen können, nein, das ist nicht Zelda, die ist schon an mir vorbeigegangen und ich bin ja jetzt verkleidet und das ist gar nicht... Also, die sind doch dumm genug, das zu glauben. Okay, sie kämpft einfach. Auch in Ordnung. Nehmt das hier, Euer Hoheit.
Der Kung-Fu-Gürtel. Impa hat dir ein Notizbuch gegeben. Zwischen seinen Seiten steckt auch eine Karte. Ja, moin. Bitte begebt euch zu dem Haus, das mit Ü markiert ist. Wenn ihr dort meinen Namen nennt, wird man euch helfen. Okay, also jetzt haben wir ein bisschen Karte. Wir haben auf jeden Fall Goronenberg-Vulkan-Dings. Das da hinten könnte Sora-Gebiet sein. Viele kenne ich noch nicht, aber das wird sich mit der Zeit ausfüllen. Da ist sie. In dieser Richtung gibt es einen Schleichweg aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Euer Hoheit, auf ein baldiges Wiedersehen. Okay. Aus dem Riss sind Doppelgänger des Königs und seine Berater gestiegen und haben dich als Urheber der Risse diffamiert. Diffamiert, ui. Entkomme über den Schleichweg aus dem Schloss und begib dich zu der mit Ü markierten Stelle. Da ist die Karte und da ist Notizbuch. Okay. Gesammeltes. Aha. Wählen. Ah, man kann wieder Markierungen machen. Ich setze jetzt die einfach mal hier hin, weil ich will wissen, ob die irgendwie angezeigt werden. Weil das sind ja besondere Markierungen. Und das andere sind ja nicht besondere Markierungen, ne? Aber diese, das ist ja wieder so, ob das dann leuchtet in der Overworld. Wobei ich dann, glaube ich, sollte ich das mal eher... Ach so. Ich soll es mal eher auf den Weg setzen, wo ich jetzt längs gehe, ne? Ich gehe auf jeden Fall hier längs. Nein, ich... Bruder. Ich will hier auf den Weg... Ich werde die ganze... Okay, wenn man in der Nähe von dem Ding ist, wird man da eingesaugt. Warte, da war noch was mit Zoom. Ah. Okay, jetzt werde ich nicht mehr eingesaugt. So. Das will ich einfach mal austesten. Ne? Und es scheint dann aber auch, wenn das die Karte ist, dass die Welt gar nicht so riesig ist. Na, ich glaube, das ist erträglich. Aber wir werden sehen, wie lange man bis hier runter braucht. Und ob die Karte vielleicht noch größer werden kann. Das weiß ich auch noch nicht. Also müssen wir erstmal hier rauskommen. Hey, wir haben einen Baum, Topfpflanze gemerkt. Sieht gut, steht so gut in Saft und Kraft, dass sie das Gewicht einer Person aushält. Aha, okay. Alles klar. Ich muss halt immer noch sagen, je nachdem wie viele Objekte hier noch dazukommen, ist dieses Auswahlmenü auch interessant. So. Ah, jetzt muss ich hier rüberlaufen. Ja, okay. So. Das sind einfach Betten. Warum liegen da einfach Betten obendrauf? Altes Bett gemerkt. Altes Bett mit schäbigem Bettzeug. Je nach Möglichkeit dennoch einladend. Alles klar. Ach so, da war doch jetzt was von wegen, ich kann mich drehen oder so, ne? Ups. Also hier unten wären die übrigens auch gewesen. Ach, die deuten damit an, was man machen soll. Weil der Spieler ist ja zu blöd dafür. Ja, okay. So, aber was war mit dem Drehen eigentlich? Ah, ist das so ein Angriff vielleicht? Sowas in der Art? Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, hä? War ich nicht gerade da oben drauf? Hä? Von hier komme ich drauf? Von hier nicht? Ist das nicht die gleiche Kiste? Wieso komme ich... Bin ich hier irgendwie höher? Bin ich hier irgendwie so ein Müh höher? Dass ich da hochkomme? Oder kommt man von der Seite einfach höher? Hä? Das ist ja interessant. Also das werde ich sicherlich im Laufe des Spiels noch ausnutzen können. Aber gut zu wissen.
Wieso geht's von hier nicht? Und von hier schon. Oh. Okay, jetzt will ich was ausprobieren. So. Ah, hier komme ich auch nicht auf der Seite hoch. Nur so komme ich hier. Das ist ja wild. Okay, so komme ich auch nicht hoch. Warte mal, machen wir noch einen Tisch. Wieso ist jetzt da oben gespawnt? Kann der Tisch nicht einfach... Okay, das kann er nicht. Okay, pass auf. Okay, wie kann ich jetzt dafür so... Warte. Ich glaube, die verschwinden einfach automatisch, ne? Ja, okay. Da oben ist nichts Wichtiges. Ich wollte nur da hochkommen. Das war zu einfach meine eigene kleine Challenge. Okay. Gut, ich glaube, mehr können wir hier nicht tun. Verlassen wir diesen Ort. Überbetten. Wie auch immer. Wie auch immer andere hier rauskämen. Aber gut. Wahrscheinlich durch die versperrte Tür oder so. Okay. Wir sind im Schlossgarten oder was weiß ich, wo wir sind. Ja, also das scheint eine Art Angriff zu sein, dieses Drehen. Warum steht jetzt da unten jedes Mal Pirouette? Ich mach sie doch schon. Geld! Wir sind endlich reich! Ich mach doch die Pirouette die ganze Zeit. Was willst du? Ah, ich muss sogar in den Brunnen. Ich dachte so, der Brunnen ist vielleicht so ein Secret. Nein, ich muss in den Brunnen. Okay. Ah, lol! So 2D-Passagen gibt's ja auch wieder. Okay. Kann ich irgendwie schneller schwimmen? Oh, das wollte ich nicht. Aber auch wieder gut zu sehen, Betten gehen nach oben. Und wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich auf den Boden fallen, ne? Ja, okay. Ich verstehe. Ein Stein! Massiver Stein, der nur unter größter Anstrengung geschoben werden kann. Ja, und jetzt kriegt man sogar den Hinweis, dass Holzkisten schwimmen. Ja, okay. Also man hätte es nicht mal lesen müssen, man kriegt auch so den Hinweis. Aber Tische auch, oder? Oh. Ist schon lustig. Ups, wollte ich nicht. Ja, ist schon lustig gemacht. Wenn wir mal die ganzen unlogischen Sachen in der Story auslassen, ist es vom Spielen her schon ganz lustig. Abtauchen, aufsteigen. Ah, ich dachte, ich kann hier vielleicht durch. Aber kann ich nicht. Okay. Das sieht ja gefährlich aus. Ja. Okay. Da ist mal wieder genau vor mir der Riss abgebrochen. Noch ein Riss. Was haben wir für ein Glück? Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlungen Objekte oder gar Personen. Meine Gefährtin und mir fällt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft alleine nicht aus. Fürs Erste sollten wir uns von hier entfernen. Ja, aber was haben wir denn immer für ein Glück?
Was haben wir immer für ein unfassbares Glück, dass die Risse genau bei uns aufhören. Ja, jetzt muss ich wieder fliehen, weil ich hier nicht erkunden darf. Ist schon gut. Vor allem, der Riss wartet, bis ich weit genug von ihm weg bin. Alles klar. Nein, ich nehme es ja hin, aber ich darf die Unlogik ansprechen, oder? Weil es ist schon sehr simples Storytelling. Ich erlaube mir mal, diese Unlogik anzusprechen. Bist du wach? Dann lass uns gehen. Kleiner Stein. Ich wollte den Stein lesen. Den kann ich jetzt wahrscheinlich werfen. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich... Hier unten sind wir. Ja, habe ich gut gesetzt, die Markierungsdinger auf jeden Fall. Also dann muss ich jetzt... Dann muss ich jetzt mal hier lang laufen. Oh, vielleicht nicht auf dem Ding. Wo genau sind... Okay. Ja, das Grüne lassen wir einfach, wo es ist. So, ich wollte aber den Stein lesen. Ich wollte den Stein lesen. Ah, jetzt. Liegt in Hyrule an jeder Ecke. Groß und Gewicht sind genau richtig, um ihn zu werfen. Ja, sag ich ja. Damit könnte ich auch nämlich Gegner dann, ne? Und so. Aber wie gesagt, es ist sehr schön gemacht. Also die Grafik gefällt mir, die Atmosphäre gefällt mir. Ich meckere ja nur so ein bisschen über die Logik. Ne? Spielerisch ist es sehr, sehr schön bisher. Okay, hier scheinen keine Secrets oder sowas zu sein. So, wo kommen wir jetzt raus? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht kannst du dir die Karte helfen, die du von bekommen hast. Ja, ich habe doch schon... Ja, ich hatte sie doch gerade schon offen. Oh, aber jetzt, guck mal, jetzt sieht das doch schon alles verständlicher aus hier. Ja, dann ist das wieder dumm gesetzt, ne? Pass auf, dann setze ich den blauen jetzt mal direkt vor uns. Also, ich meine, dieses Blau, Rot und Grün muss ja irgendwie mehr können als die anderen Objekte, sonst gäbe es die ja nicht so extra. Und bei Breath of the Wild war es ja so... Oh nein, ein Gegner! Er hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft, Zelda? Ja, ich mache einfach ein paar Pirouetten. Okay, ich mache keine Pirouetten. Schade, ich kann damit nicht angreifen. Dann muss ich wohl werfen. Oh, stimmt, man kann ja auch Gegner mimiken. Soll gemerkt. Langsames, galertartiges Monster, dessen Herumgeschwabbel keine große Bedrohung darstellt. Hast du das Monster gemerkt? Wenn man Monster besiegt, bleibt etwas Glitzerndes zurück, das man sich merken kann, wie du es eben getan hast. Monster, die du mit Hilfe von ZR merkst, kannst du mit Echoes erscheinen. Ja, ist okay. Dann lassen wir mal den Kollegen angreifen. Alle auf ihn! Nice. Kann die auch werfen. Wie ist das eigentlich moralisch? Ich erschaffe sie. Oh, und ich kann sie gar nicht... Okay, ich kann sie nicht töten. Ich kann sie nicht töten, die Echos. Okay.
Aber Echos sind Echos lebendig? Also haben die auch Rechte? So, ne? Man weiß es nicht. Nice. Oh, guck mal hier. Geld. 5 Rubine. So, aber jetzt habe ich... Oh, guck mal, jetzt noch mehr Geld. So, aber jetzt habe ich auf der Karte doch dieses blaue Ding gesetzt, ne? Oh, habe ich nicht. Ach doch, das wäre hier gewesen. Und jetzt bin ich drüber gelaufen, deswegen ist es weg. Ah, okay. Aber dann zeigt es mir das nicht speziell an. Also, unten auf... Ich sehe ja unten den Kompass. Ne, einen Kompass. Unten sehe ich auch die Minimap. Da sehe ich jetzt dieses rot und grüne Ding angezeigt. Sehe ich die anderen vielleicht nicht angezeigt dann? Doch, die sehe ich auch angezeigt. Ah, nee. Okay, das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, irgendwo ganz weit weg so eine Kiste setze, na, hier, zack, dann sehe ich die auf der Karte da unten nicht. Aber das Rote und das Grüne, das sehe ich, wie weit das weg ist. Ich verstehe. Dann kann das weg, dann haben wir verstanden, was diese Markierungen machen. Aber dann können wir sogar das mal hier setzen und dann wissen wir, dass wir entweder in Richtung des Roten müssen. Du bist ein Gegner, ne? Oha! Der ist voll krass. So. Hast du davon? Das Interessante wird natürlich auch... Ja, guck mal hier. Jetzt geht's nämlich schon los. Ich wollte gerade sagen, das Interessante wird natürlich auch sein, es gibt bestimmt ganz viele Secrets... Alter, der hat alle drei auf einmal gekillt. Übel krass. Ja, es wird natürlich auch ganz viele Secrets geben, wo man sehr, sehr, sehr aufpassen muss, dass man die nicht verpasst. Aber die Truhe da oben hole ich mir jetzt natürlich. Sollte ich da schon hinkommen? Das wird jetzt immer dann die Frage sein, ob die Objekte, die man setzen kann, schon ausreichen. Also ich kann ja aktuell nur 3 setzen, ne? Wenn ich jetzt... Ah, nee, warte mal. Aber warte, können wir doch machen. Wieso kann ich das nicht setzen? Das war nicht, was ich wollte. So, jetzt bin ich nämlich schon höher. Jetzt kann ich hier die Tische setzen. Ha! 20 Rubine. Ich bin auch gespannt, ob wir wieder Geld sammeln, also ob wir Geld unendlich tragen können oder ob wir... Oh. Wieso kann ich mir die nicht merken? Also muss ich erst besiegen wahrscheinlich, ne? Okay, das geht schon mal nicht. Das geht. Jetzt kann ich sie bemerken. Seeigel gemerkt. Das Coole ist ja auch, dass der Stein nicht kaputt geht. Herzteil! Herzteil. Let's go. Und wir kommen auch schon ran. Easy kommen wir ran. Gut. Also auch Herzteile gibt es wieder. Also gibt es auf jeden Fall sehr viele Gründe, sehr viel zu erkunden. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Ich will mich erst noch umschauen.
Ups. Ich möchte schon möglichst viel gleich mitnehmen, dass wir nicht immer dann backtracken müssen. Denn hätte ich jetzt zum Beispiel dieses Herzteil nicht gefunden, müssten wir ja irgendwann wieder hierhin zurück. Vielleicht können wir ja verhindern, dass wir hin zurück müssen. Ja? Umsehen. Ja. Okay, ich habe mich umgeguckt. So. Oh, LOL, im Bett kann ich mich heilen. Ich habe einfach mein eigenes Heil-Item dabei. Kann es mich komplett heilen? Oh. Okay, ich muss mich jedes Mal neu reinlegen für ein halbes Herz. Aber auch wieder was gelernt. Das sind Sachen, die kriegst du ja einfach so mit. Also eben nicht, die kriegst du einfach nicht mit. Sehr interessant. Okay, das geht nicht. Also ich muss schon den Stein. Okay, ich muss den Stein nutzen. Ja, ist okay. Nice. Okay, cool. Haben wir wieder mehr gelernt. Und wir sind in einer Höhle gelandet. Ah, okay. Ich meine, ich muss wahrscheinlich meistens mit Stein kämpfen, würde ich mal sagen. Nice. Flederbeißer. Wenn du diese Fledermausmonster hochnimmst und nirgendwo abspringst, kannst du kurz durch die Oh, was? Okay, sind die sind sozusagen wie diese Hühner. Krass. Ich kann mit denen schweben. Müssen wir gleich mal testen. Alter. Also, ich bin gespannt. Sortieren. Ach, guck mal. Am häufigsten verwendet. Ah, okay. Man kann die auch wieder... Zuletzt gemerkt. Nach Kosten. Oh, es gibt dann verschiedene Sachen, die mehr Dreiecke kosten. Oh, ich verstehe. Und nach Typ. Okay, dann kann man wahrscheinlich Gegner und so sagen. Ja, okay. Also, man kann es schon ein bisschen sortieren. Ein bisschen sortieren kann man es schon. Interessant. Okay, okay. Nein, ich wollte es austesten. Das hat nicht funktioniert. Ui. Okay, das ist cool. So, wie komme ich hier unten ran? Wahrscheinlich muss ich die kaputt machen. Okay, so kriege ich die nicht kaputt. Ah, ich fürchte, ich komme noch nicht an das Herzteil ran, ne? Oder kann ich den von oben runterschmeißen lassen? Ah, ich habe noch eine Idee, was funktionieren könnte. Erstmal den. Nice. Oh. Aber wäre der auch gegangen? Okay, die machen sogar alles sofort kaputt.
Also das wäre sogar die bessere Variante gewesen. Zweites Herzteil. Nice. Wir müssen auch hierhin nicht mehr zurück. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich den werfen oder tut er mir... Okay, der tut mir selber nicht weh, aber ich kann auch nichts mit dem anfangen. Ich kann sogar kurz da drauf stehen. Wie sick ist das denn? Interessant. Okay. Schön. Nee, also ich sag's nochmal. Spielerisch ist das alles sehr schön. Einziger Kritikpunkt bisher ist so ein bisschen das Storytelling. Weil es halt doch etwas unlogisch ist. So wie man es darstellt. Aber hey. Wenn alles andere sonst passt, ist es Meckern auf hohem Niveau. Musik ist schön, Atmosphäre ist schön, Gameplay ist toll. So, komme ich da schon hoch? Ich würde sagen, ja. Ja, easy. Na, nicht so. So. Ja. 50 Rubine. Okay, wir kommen auf jeden Fall über 100 Rubine schon. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich bin gespannt, ob irgendwann der Cap kommt. So, und wie weit haben wir uns jetzt auf der Karte bewegt? Ja, okay, doch, ist schon nicht klein, die Karte. Ist schon nicht so klein. Oh, das kann ich mal wegmachen. Sonst denke ich irgendwann, da ist was. Okay, cool. Sudelia-Dorf. Aha, das ist, wo die Person verschwunden ist. Grüß dich, das ist das Sudelia-Dorf. Normalerweise geht es hier beschaulich zu, aber in letzter Zeit passieren schlimme Dinge. Ach, wenn doch nur Link... Die kennen Link, aber dann kommt Link vielleicht von dort. Schlimme Dinge? Im Norden des Dorfes ist ein Riss erschienen und hat jemanden von uns verschluckt. Auch der Weg nach Schloss Hyrule ist durch einen Riss versperrt worden. Wir wissen weder aus noch ein. Ach, wenn doch nur Link hier wäre. Link ist ein Junge aus diesem Dorf. Okay, er kommt hierher. Alles klar. Er hat mit Grasschneiden angefangen und ist dann zum Monsterbekämpfen übergegangen. Er ist der beste Schwertkämpfer weit und breit. Aber leider ist er gerade auf Reisen. Ja, es ist eine sehr lange Reise. Da fällt mir auf, deine Kapuze sieht der Kapuze, die Link immer getragen hat, recht ähnlich. Link, ich hoffe, es geht dir gut. Ach, wenn du nur Link wärst, okay. Pass auf dich auf. Ha. So, kann man im Haus irgendwas... Oh, Feuer. Ach nee, das Fleisch. Fleisch gemerkt, okay. Ein gut durchbratener Happen. Sein Duft kann als Lockmittel. Ah, okay. Interessant. Kann ich auch selber das Fleisch konsumieren? Ich kann es werfen. Ich muss kurz niesen. Entschuldigung. Gottes Willen. Ah. Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Imagine, man kann einfach Essen erschaffen. Alter, alle unsere Probleme werden gelöst. Kein... Oh. Kein Tier müsste mehr leiden. Okay, aber muss es auch so nicht, denn wir könnten ja auch einfach alle vegan werden. Ne? Es ist ja... Es muss ja kein Tier. Es ist ja... Ne? Naja. So. Bin ich aber auch nicht. Also bevor jetzt manche denken, was labert der da? So, ist hier hinten irgendwas? Nein. Oh, hier kann ich mir neue Sachen merken. Andere Töpfe. Krug.
Gewöhnlicher unglasierter Krug, kruder Machart, bietet genug Platz, um sich... okay. Aber sonst ist hier drin auch wieder nichts, ne? Nee, okay. Nun gut, hallo. Diese Risse lassen Leute einfach verschwinden. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich kann kaum noch klar denken. Ups. Okay, hier ist nichts. Oh, ist einfach eine Truhe. Stabil. Oh, was bist du denn? Blumennektar mal 5. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Also kann ich wahrscheinlich mehr mit dem machen. Als nur konsumieren. Vielleicht ist da auch eine Kochzutat. Vielleicht kann man auch wieder kochen oder sowas, ne? Trampolin. Lässt dich höher springen als gewöhnlich, ja. Ja, kann man gut benutzen. Ich habe ein Trampolin geschenkt bekommen. Toll, oder? Du darfst auch mal darauf hüpfen, wenn du willst. Okay. So, ich sehe, da hinten geht es auch noch längs. Aber hier ist nichts weiter. Okay. Oh, kann ich hier tauchen? Warte mal. Ja, hier geht's runter. Aber wie weit? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nee, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass hier was ist, aber ich finde es aktuell nicht. Liegt ein Schwert. Hier hat Link gewohnt. Hier ist Link wahrscheinlich aufgewachsen. Ist wahrscheinlich so ein Kinderheim oder sowas. Alle sind ganz aufgebracht, weil jemand aus unserem Dorf von einem Riss verschluckt wurde. Und die Wälder in der Nähe sind voller Monster. Es gibt keinen Kommen für uns. Hier ist bestimmt Link aufgewachsen. Oder das ist ein Schwert von irgendeinem anderen Kind. Kann auch sein. So, hier haben wir noch ein Haus. Sieht aus nach einer Art... Oh, hier kann man kaufen. Wie viel kostet das Herzteil? Ja. 80, let's go. Hat sich schon gelohnt, so viele Rubine zu sammeln. Sehr schön. Danke sehr. So, und er verkauft hier... Ja. Blumennektar braucht man nicht. Rotes Elixier brauchen wir im Moment auch nicht. Und hier ist irgendwas noch nicht drin. Ja. Sonst irgendwas, was ich tun kann? Nee, ne? Warum kann ich zum Beispiel den Blumennektar eigentlich nicht, ne? Hey! Willkommen! Ob wirkungsvolle Elixiere oder Süßes, der Laden vom Sudela-Dorf hat alles. Nur zu, sehen Sie sich gerne in aller Ruhe um. Ja. Ich möchte plaudern. Was halten Sie von unseren Waren? Elixiere, Süßes, alles was da... Okay. Und warum kann man zum Beispiel jetzt dieses Objekt hier nicht, ne? Also warum kann man manche Objekte nicht... Das ist wieder so ein Ding, was halt... Ich meine, klar wollen sie nicht, dass man jedes Objekt nehmen kann. Aber gibt es eine Erklärung? Gibt es eine Lore-Erklärung, warum man nicht alles nutzen kann? Miau.
Theoretisch fühlt es sich so an, als ob ich hier gerade einen Secret-Weg gehe, aber ich wüsste nicht, wohin das führen soll, ne? Ich meine, jetzt komme ich hier hoch. Aber hier ist halt auch nichts mehr. Nee. Also es wäre halt krass, wenn jetzt hier irgendwas wäre oder wenn man jetzt dadurch irgendwo hinkäme, wo man sonst nicht hinkommt. Na? So, das wäre krass. Aber ich wüsste nicht... Ja, hier ist Schluss. Ich wüsste nicht, wo man damit hinkommen soll. Aber interessant, wie weit man damit gehen konnte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das durchaus für irgendwelche Secrets mal relevant wird, dass man diese ganzen Sachen ablaufen kann. Na? Theoretisch könnte ich jetzt sozusagen ja auch bis hier rüber. Aber auch das nützt mir nichts. Guck mal, Zelda. Versuch mal, das hier zu berühren. Sofort, Try. Sofort. Nicht da... Ja, okay, Try. Ich gehe direkt runter. Ich gehe sofort diese Sekunde runter, weil du nicht warten kannst. Digga, wie kann man so nervig sein? Holy moly. Sehr gut, Try. Ich bin einen Millimeter in die falsche Richtung gelaufen. Und er sofort, nein, nein, das hier. Du musst das hier berühren. Das hier, jetzt sofort berühren. Das hier. Okay. Ist das ein Schnellreisepunkt oder sowas? Bestimmt. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich... Ja, alles klar. Siehst du, das Licht, das hat funktioniert. Das ist einer der Wegfreunde, die wir Try verwenden. Risse können überall auf der Welt auftauchen. Dank dieser Statuen können wir ganz schnell an die richtige Stelle gelangen. Wenn du einen Wegfreund entdeckt hast, kannst du dann ab jetzt ganz einfach dorthin reisen. Ja, natürlich weiß ich, Schnellreisepunkte zu schätzen. Aber du hättest mich auch eine Sekunde noch woanders hinlaufen lassen können. Ja, ich hab's verstanden. Alter. Spiel so, nein, du darfst auf gar keinen Fall nur eine Sekunde woanders hingucken. Oh. So einen gigantischen Riss habe ich noch nie zuvor gesehen, da bekommt man es wirklich mit der Angst zu tun. Oh, wir müssen aber den Part beenden. In den Sudela-Wäldern lebt so ein seltsamer alter Kauz. Hoffentlich ist er nicht in den Riss geraten. Erstmal Schild merken. Was auch immer mir jetzt ein Schild bringen soll. Sorgt dafür, dass mein Hyrule nicht vom rechten Pfad abkommt. Ja. Okay, was kann ich mit einem Schild? Müde, herzlos, abgespannt, Geheimtipp, ab ins Bett. Kann ich verschiedene Hinweisschilder kreieren? Oh. Hä? Wie ist denn nicht zu entziffern? Ich habe ein Schild gespawnt, das ich nicht lesen kann. Ah, das ist das Gleiche, okay. Okay. So viel Auswahl ist dann wohl doch nicht vorhanden. Graslandwälder. Und ins Grasland komme ich nicht, weil da ist versperrt, ne? Ja, hier ist der Riss, den wir aus dem Video gesehen hat. Ach, aus dem Video, sage ich schon. Aus der Sequenz gesehen haben. Ja, und hier komme ich nicht durch, logischerweise, weil ich erstmal hier hinten lang soll. Antworte mir, wenn du mich hören kannst. Ah, ich weiß nicht, wer du bist, aber bitte, du musst uns helfen. Dieser Kapuze, so eine hat Link auch immer getragen. Ist sowas in Mode? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solches Geplauder. Meine Frau wurde vom Riss verschlungen. Kannst du mich hören? Ich bin hier. Ja, wir kümmern uns drum. Bin ich überzeugt von. Irgendwie. Aber nicht mehr heute. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.